Das würde euch nochmal anders aus dem Stuhl ziehen. Ich habe da schon durchgeskippt. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Es wird ehrenlos. Der nächste große YouTuber hat anscheinend seinen Weg zu TikTok gefunden. Komm, wir machen so. Verliererteam sagt, dass ABK der geilste ist. Alle tippen. Ich mache gerade 1-2. Wir müssen Kuchen dazu überreden. Wir müssen. Leute, ich jetzt Haken sind jetzt wichtig, Freunde. Jetzt einmal Gas geben. Starry mit dem Super Galaxy. Freunde, wir haben noch eine Minute. Wir müssen den Abstand höher halten. Er wird gleich snipen wollen. Deswegen noch einmal Action. 10 Sekunden mal 2. Okay, jeder von deinen Zuschauern kann dir 3 Punkte geben. Ja, tippt auf mein Gesicht. Jalla, ihr wolltet mich schon immer anfassen. Jetzt ist euer Moment. Auch viele Creator haben sich jetzt gedacht, ey, das ist eine super Sache, um dick Cash zu machen. Machen den ganzen Tag Lives auf TikTok diese Challenges und machen dann irgendwelche Bestrafungen. Mach Rolle. Nochmal Rolle. Ey, oh, du bist der Beste! Oh, ABK, du bist der Beste! Nochmal so für den Kontext, man macht so Matches und wer mehr Geld von seiner Community kriegt, der hat am Ende gewonnen. Wir müssen wieder die Sniper rausholen, wir müssen den Abstand wieder halten. Jetzt müssen wir aufholen, noch mehr Abstand, wir brauchen noch mehr Abstand, Freunde. Das war kein Fake-Scheiß-Chat oder so. Das war gerade originaler Content aus den ihren TikTok-Livestreams. Und hätten wir so YouTuber wie Alpha Kevin oder auch jetzt eine Sascha nicht, ich würde das ja nicht mal mitbekommen. Weil ich schaue ja kein TikTok. Gott sei Dank verschwende ich da meine Lebenszeit nicht. Deshalb ist es so gut, dass wir gute Meinungsblogger haben, die aufklären, was manche Leute auf Plattformen treiben, wo man gar nicht unterwegs ist. Das ist der Wahnsinn. Und glaubt mir, Chat, ihr könnt jetzt die Uhr stellen. Dieser Content wird aus dem Boden sprießen, auf dieser neuen Plattform Kick. Ne? Diese neue Streamer-Plattform Kick, die quasi von der Casino-Lobby gegründet wurde. Ihr könnt die Uhr danach stellen, dass es da auch losgeht. Weil es quasi, so wie bei TikTok, fast rechtsfreier Raum ist. Da ist quasi alles erlaubt. Ne? Wenn ich auf Twitch jetzt ein falsches Wort sage im Stream, direkt einen Monat Bann. Oder, je nachdem, was es für ein Wort ist, auch Permabann. Aber auf diesen Plattformen minderjährige Kinder ausnehmen, rechtsfreier Raum, da passiert in erster Linie erstmal gar nichts. Das ist fremdschamerregend, peinlich und maximal geldgeil. Die Rede vom heutigen Video sind die sogenannten TikTok-Live-Battles bzw. Live-Matches. Gibt's Mixer noch? Nee. Mixer hat den Stecker gezogen und das Personal und die Server wurden rübergeschoben zu Facebook Gaming. Facebook Gaming bei uns in Deutschland mehr Lacher als Macher. Und auch europaweit eher mehr Lacher als Macher, aber du ahnst es nicht. Facebook Gaming ist tatsächlich international noch ein Ding. Genauso wie auch Facebook international nicht tot ist. Bei denen oftmals wohlhabende Influencer wie obdachlose Menschen nach Geld betteln. Nur der Unterschied zwischen Obdachlosen und Influencern ist einfach, Obdachlosen geht es wirklich nicht gut, sie sind auf das Geld angewiesen und benötigen es einfach und Influencer möchten einfach reicher und reicher werden, indem sie ihre Zuschauer ausnehmen. Und in diesem Video geht es zum einen um diese ekelhafte Bettelei und um bekannte YouTuber und Streamer, die sich nun diesen TikTok-Battles hergegeben haben, obwohl sie es niemals nötig hätten und sogar damals immer meinten, dass sie das niemals tun würden, beziehungsweise selbst solche TikTok-Battles verabscheuen. Doch was genau ist eigentlich das Prinzip von solchen TikTok-Live-Battles? Eigentlich ist es ganz simpel, es gibt zwei Parteien bei einem Match. Die eine Seite bzw. Partei ist rot und die andere Seite ist blau. Welche Seite in binnen von wenigen Minuten mehr Punkte erreicht, hat dann später das Match gewonnen. Punkte kann man zum einen dadurch gewinnen, indem Leute auf dem Bildschirm tippen, ist dann allerdings mühsam und aufwendig, man bekommt halt nicht so viele Punkte dazu, aber man bekommt vor allem sehr viele Punkte dazu, wenn einem gespendet wird. Denn wenn man Geschenke an eine gewisse Partei spendet, dann bekommt die gespendete Partei auch sehr viele Punkte dazu. Ist das Video leise, Chat, oder geht's? Je höher der Betrag dieser Spende ist, umso mehr Punkte werden einem angerechnet. Da kann es dann auch schon mal sein, dass irgendein Zuschauer, der den Bezug zum Geld verloren hat, einem Influencer ein TikTok-Universum schenkt, welches sage und schreibe 525 Euro wert ist. Excuse me, what the fuck? By the way, da war mein Headset zu leise. Wie viel eigentlich die Plattform TikTok von diesen Spenden einbehält, denn TikTok sah schätzungsweise ganze 50% der gesamten Spenden für sich selbst ein und der Streamer bekommt am Ende des Tages auch nur 50% davon. Das sagen aber die Livestreamer den Zuschauern natürlich nicht, denn wenn ihr bei mir donatet, Chat, kriege ich alles. Kein Supporter möchte ja gerne. Nur der Start macht noch.
40% Schnapp. Dann 50% seiner Spenden an die Plattform TikTok abgeben und nur 50% geht dann wirklich an den Streamer. Beängstigend ist aber vor allem die Zielgruppe, die oftmals damit erreicht wird. Denn laut Statista gaben 73% der 16- bis 19-Jährigen an, die Plattform TikTok aktiv zu nutzen. Da es aber keine Umfrage gab, die ein noch jüngeres Publikum erlaubt hätte, kann man auch davon ausgehen, dass sehr viele Menschen auch unter 16 Jahre alt sind. Also TikTok ist vor allem bei jungen... Wieso bei dir anders? Ja, Bruder, weil ich ja auf Twitch stream. Bei mir donatest du direkt über den Link von Stream Elements. Dann kriegt, PayPal kriegt noch 1-2 Euro für die Transaktionskosten und der Rest landet auf meinem Konto, so wie es sein sollte bei einer Donation. Und bei TikTok kaufst du ja vorher eine Währung bei TikTok ein und spendet das darüber. Ne? Also ist quasi, macht die Plattform die Krallen auf. So wie wenn du auf Twitch Bits kaufst und damit cheerst, nimmt Twitch auch fast die Hälfte. Leuten sehr, sehr beliebt und attraktiv. Es wirkt sich ja ohnehin schon sehr negativ auf die Konzentrationsfähigkeiten bei einem Menschen aus. Und als wäre das nicht schon genug, geben vor allem auch junge Menschen ihr Taschengeld für TikTok-Streamer aus. Und wie schlimm das ist und wie die Streamer ihre Zuschauer dazu manipulieren, immer mehr Geld zu spenden und einfach Taschengeld. Welche Summen da fließen, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Bestes Beispiel ist hierbei wirklich der allerechte Apo RED. Wirklich, du kleiner Go. Es gibt wirklich super viele Streamer, die nach... Ich freue mich so sehr auf Mimi Entschuldigung 10. Ihr könnt davon ausgehen, dass ganz viele diese Streams, da, wovon wir jetzt nur einen Bruchteil sehen, aufgenommen haben und dass das Mimio-Video so heftig rendern wird. Ach du heilige Makrele, das wird wieder was. Spendenbetteln, die auch auf Yippie! TikTok schon eine gewisse Größe haben. Da ich aber jetzt ausschließlich bei YouTubern und Twitch-Streamern geschaut habe, was die dort so veranstalten, musste ich feststellen, dass ApoRed der größte Bettler von allen ist. So zielt er immer wieder darauf ab, dass die Leute ihm doch endlich mal Geld spenden sollen, damit beispielsweise ein KuchenTV eine Strafe bekommt und er "Ich liebe ABK" sagen muss. Komm, wir machen so, Verliererteam sagt, dass ABK der Geilste ist. Leute, alle tippen. Okay, weißt du was? 1 gegen 2. 1 gegen 2. Leute, alle tippen. Warte. Leute, 1 gegen 2. Wir müssen richtig ernst machen. Alle tippen. Ich mache gerade 1 gegen 2. Freunde, wir müssen gleich auch mal 2. Aber alle liken und tippen. Wir müssen Kuchen dazu überreden. Wir müssen. Ihr wisst Bescheid. Das ist sehr wichtig. Leute, wir müssen gewinnen. Freunde, 1 gegen 2. Wir machen gerade 1 gegen 2. Wann ist mal 2, Digga? Leute, wir brauchen noch ein bisschen, halbe Minute. Jetzt Karten sind jetzt wichtig, Freunde. Jetzt einmal Gas geben. Zepter vom Kubisch. Leute, die letzten 20 Sekunden, Freunde, das ist sehr wichtig. Ihr wisst, worum es geht. Leute, let's go. Let's go, Freunde. Einmal Action. 10 Sekunden noch. Leute, komm. Leute, wir müssen gewinnen. Ganz schnell noch. Wichtig, aber auch Vegeta mit dem Baba Galaxy Hasen. Also es ist wirklich einfach nur peinlich. Und noch peinlicher ist es, dass die Leute ihm wirklich noch Geld spendeten und KuchenTV dann am Ende des Tages wirklich weniger Punkte bekam, weshalb er dann die Strafe durchziehen musste. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum traurigsten Punkt. Denn diese Zuschauer spenden den Streamer nicht, weil sie die Streamer cool finden, zu ihnen aufsehen oder sonstiges. Nein, es wird den Streamer nur gespendet, damit man sehen kann, wer welche Strafe durchziehen muss und wer sich jetzt im Stream zum Ei oder zum Deppen der Nation macht. Deshalb entstanden dann auch folgende Clips als Bestrafung. Bell! Mach Rolle! Nochmal Rolle! Bell! Zunge raus! Stellt euch vor, euer Vater spielt immer den harten Kerl und sagt jedes Mal, was Sache ist. Und dann schaut ihr euch auf TikTok um und seht einfach das hier. Ey, wirklich kein Bock mehr. Wie kann man sich bitte so zum Ei machen? Und oftmals ist es ja so, dass die Strafen immer schlimmer und schlimmer werden und man sich immer mehr... Ich sag das sehr oft, Chat. Das ist ja wirklich eins meiner Lieblingswörter. Aber ich sag euch, wie es ist. Das ist wirklich einfach unerträglich. Das ist Fremdscham auf einem anderen Level. Unerträglich. Steigert. So gab es zum Beispiel einen Typen namens Engelsgesicht, der als Bestrafung in seinen Fernseher reinschlagen musste. Ja, okay, das ist irgendwie wieder, keine Ahnung, Equipment zerstören, fühle ich dann als Gamer schon noch irgendwo. Ich glaube, da ist aber, was die Challenge angeht, wenn es jetzt kein richtig billiger Fernseher war, ganz schön ins Minus gegangen. Ja. Ruf auf seine Ahnung, was ist hier? Das, meine lieben Freunde, sind TikTok Live Battles. Das ist die Plattform, bei dem sowas als Unterhaltung gewertet wird und man doch einfach nur seinen Spaß haben möchte. Sorry, aber wenn das Unterhaltung sein soll...
Und Wettschulden sind Ehrenschulden. Er hat durchgezogen. Dann will ich einfach nicht mehr. Wie kaputt muss ein Mensch bitte sein, um das witzig oder unterhalten zu finden? Das ist einfach nur komplette Verblödung. Absolute Erniedrigung. Und vorbildlich geht hier niemand in diesen Streams um. Leider muss ich das jetzt ebenfalls hier ansprechen. KuchenTV hatte bei diesen Streams ebenfalls mit teilgenommen. Und naja, nicht wirklich sein Bestes dazu gegeben. Ich muss sagen, ich liebe ABK, ich liebe ABK. Ich liebe ABK. Ich liebe ABK. Stream Call. Ich liebe ABK. Liebe ja! ABK. Wie viel habe ich? Dollar, verdient, du Frauenschläger! Du hast gerade erst 8 Stunden. Komm, hau dir in die Presse, Mann! Ich du machst dir wieder mehr Videos gegen ihn. Ich liebe ABK. Pre-Recording. Mach mal gegen Kühlschrank, scheißegal. Ich liebe ABK. Ich noch besser. ABK. Oh, du bist der Beste. Oh, ABK, du bist der Beste. ABK. Schämst du dich nicht? Schämt ihr euch nicht alle für das, was ihr dort veranstaltet? Ich muss. Ja, ihr wisst ja, Chat, dass ich trotzdem noch KuchenTV gern geschaut habe. Auch nach seinen ganzen Skandalen. Ich habe dann seine Videos immer noch geschaut, ohne zu liken. Den hier kenne ich gar nicht, will ich nichts zu sagen. Weiß nicht, was der so für einen Content macht. Aber alleine, sag ich jetzt mal, als Content Creator, der was auf sich hält, in dieser Runde zu sein, bin ich einfach enttäuscht von Kuchen, sage ich. Na? Ich habe seine Videos immer gern gemocht. Auf Twitch habe ich ihn schon lange entfolgt, auf Twitter auch. Und als ich das Video, ich glaube, ich habe es Sonntag gesehen oder Samstag, habe ich ihn endgültig auf YouTube entfolgt. Jemand, der sich dann hinstellt, kritischen Content macht und irgendwelche Leute, denen ihre Sachen bewertet, aber in der Hampelmann-Runde für ein paar extra Klicks und Views die Scheiße durchzieht, das interessiert mich einfach nicht mehr, was der zu sagen hat. Interessiert mich einfach nicht mehr. Schämt ihr euch nicht alle für das, was ihr dort veranstaltet? Ich muss ehrlich sagen, ApoRed war der Einzige, der sich in der Situation am besten verhalten hat, denn er hat den Stream direkt verlassen, nachdem er die Scheiße gesehen hat. Ein Leomacher und KS-Reek sehen aus wie die letzten Vollidioten, aka Mobber, die jemanden anstiften, extrem Dummes zu tun. Also dicken Disrespect an diese Vollgoofies. Und KuchenTV findet es unterhalten sich so zu... Wir müssen übrigens festhalten, Chat, ne? Ihr wisst ja alle, ApoRed und so, Puffpeng hast du nicht gesehen. Er ist Main-Character, wir sind alle Goofies, wir haben uns klein gemacht und er geht auf seine Hater nicht mehr ein, aber wir können trotzdem uns abspeichern, ne, Insolvenzverschleppung, am Insolvenzverwalter die Sachen vorbei verkauft auf eBay-Kleinanzeigen und so weiter und so fort. Und auf die lange Liste der Taten kommt jetzt auch direkt oder indirekt um Geldbetteln in TikTok-Streams obendrauf. Zu präsentieren. Sorry, aber ich kann darüber echt nicht lachen. Ich finde das wirklich cool, danke noch für die Ich bin natürlich jetzt auch nicht die Zielgruppe, aber wir als Meinungsblogger waren doch immer gegen so eine Scheiße, was die Jugend komplett verblödet. Und jetzt sehe ich, dass KuchenTV genau den gleichen Spaß dort abgezogen hat. Ey, da bin ich ehrlich gesagt komplett enttäuscht, weil ich mir sicher war, dass er sich gerade die letzten Monate eigentlich echt wieder gefangen hatte. Ich hoffe bei Gott, dass ich solche Livestreams in der Konstellation nie wieder sehen werde, weil das ohne Witz kein Mensch aushält und ich mich wirklich unfassbar fremdschäme. Man sieht halt einfach so gut, wie weit Menschen für so eine... Wir haben ja auch vorhin Monte und Abu gesehen. Finde ich ein bisschen schwierig, dass Kevin ihn damit reingenommen hat, weil ich glaube, Monte hat das einfach mal ausprobiert und er hat ja da nicht irgend so eine Challenge gemacht mit irgendwelchen räudigen Bestrafungen, ne? Sondern hat es halt mal ausprobiert. Ich wüsste, wäre mir jetzt was Neues, wenn Monte daily auf einmal auf TikTok live geht und irgendwelche Challenges macht. Unterhaltung gehen. Und auch, ja, Monte ist nämlich nicht nur, wie ApoRed sagt, er ist Millionär. Monte ist wirklich Millionär und hat das, glaube ich, auch auf gar keinen Fall nötig. Wenn ein Mann sich als Hund verhält, jemand seinen Fernseher für das Geld kaputt schlägt oder man ich liebe ABK stöhnt, dann weiß ich auch nicht, wo es hierbei noch irgendeine Grenze gibt. Und das Traurige ist einfach, viele Jugendliche werden sich so eine Scheiße abgucken, sich selbst zum Deppen machen, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Weil sie merken, ey, bei anderen Streamern funktioniert das ja auch. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr wirklich dazu beigetragen habt, dass diese Plattform immer mehr verdummt, auch die Jugend immer mehr verdummt und sich daran irgendwie ein Beispiel nimmt. Auch enttäuschend ist, dass mittlerweile Montana Black selbst auf der Plattform TikTok angefangen hat zu streamen und nicht nur irgendwas zu streamen, sondern er hat ebenfalls TikTok-Battles gemacht. Und das lief halt komplett krank, denn er machte mehrere tausend Euros in binnen von wenigen Minuten. Jeder von deinen Zuschauern kann dir 3 Punkte geben. Also einfach auf mein Gesicht tippen, oder was? Ja, richtig. Ja, tippt auf mein Gesicht. Jalla, ihr wolltet mich schon immer anfassen. Jetzt ist euer Moment gekommen. Was für ein Ding. Er bekam, by the way, in der ersten Runde 136.000 Punkte, was über 1.600 Euro betragen könnte. Im zweiten Battle bekam er 139.000 Punkte, was auch nochmal so ein ähnlicher Betrag ist. Und im dritten Match machte er 113.000 Punkte.
Der Cowboy-Hut. Also er sahnte binnen weniger Minuten mehrere tausende Euros ab, nur weil dort ein Battle stattfand. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Und das Problematische an so... Ich liebe das von ihm. Weil dort ein Battle stattfand. Nochmal. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Und das Problematische an seinen Streams ist jetzt nicht, dass er auf TikTok angefangen hat, einfach einen Livestream zu starten. Das ganz nicht. Oft das sogar. Problem ist eher, dass jetzt noch mehr Leute im positiven Sinne auf diese TikTok-Battles aufmerksam geworden sind und das ebenfalls nachahmen, weil sie merken, dass das Geld bringt. Also ja, okay, kann man vielleicht ankreiden, aber ich glaube, egal was Monte macht, mit seiner Reichweite bringt es immer Geld. Und er hat es halt mal ausprobiert, ihn da jetzt so wieder den Boomern zuzuschieben, das sage ich tatsächlich nicht nur, weil ich Monte als Kumpel sehr mag. Genauso auch das Thema bei Alicia Joe mit den Vapes. Jeder dampft Vapes im Stream. Wer wird wieder aufs Thumbnail geklatscht? Montana Black. Weil Monte bringt halt Klicks. Streams von den jeweiligen Streamern hier ansah, ist mir auch aufgefallen, dass kein einziger von diesen Livestreams irgendwo unterhaltsam oder sinnvoll war. Also irgendwie hat es nichts beigetragen. Keine gute Konversation, man hat sich nur zum Hampelmann gemacht und es fand eine peinliche Ansage nach der Ansage. Weiß noch, wo Monte NFTs ausprobiert hat? Oh, ganz, ganz, ganz fieses Thema, dass du das jetzt wieder rausholst. Huch! Anderen Start. Also wenn bin ich auf deiner Seite. Dass die neue Art von Unterhaltung ist, da muss ich ehrlich sagen, bin ich an der Stelle wirklich raus. Lieber bin ich auf Twitch und man kann mir dort freiwillig Geld spenden, weil es mir halt als Content Creator einfach gegönnt wird, als dass ich mich für TikTok Live Battles hergeben muss, damit ich dann dort nach Geld battle. Und das dann nur, um keine Strafe zu bekommen. Digga, also wirklich, kannst du dir nicht ausmalen. Sehr perfide Angelegenheit und ich persönlich würde mich einfach nur extrem schämen, wenn ich Teil dieser Battle-Ära wäre, um den Kindern und unschlauen Erwachsenen Geld aus den Taschen zu ziehen. By the way, sorry, falls ich ein bisschen erkältet klingen, denn zufälligerweise bin ich erkältet, meine Stimme kackt ab und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Haut rein. Ciao. Imagine, Leute schreiben mir bei Instagram, hey Bruder, wo kann ich meine Kohle anlegen? Gib mir mal Finanztipps. Und die Leute könnten den Fuffi, den Huni im Monat in Aktienportfolios hauen und stattdessen hauen sie sie dann bei solchen TikTok-Streams raus. Da kannst du die Kohle tatsächlich auch einfach anzünden, Digga. Einfach anzünden. Wahnsinn. Mir fehlen die Worte. Gutes Video von Alpha Kevin. Gut, dass wir halt wieder mitbekommen, was da so abgeht auf TikTok. Auf der anderen Seite wieder auch manchmal nicht so geil, dass man das überhaupt mitbekommt. Ich freue mich einfach aufs Mimi-Video. Vielleicht macht Mimi eine Only-TikTok-Stream-Edition.